Mehrere Timelines, quasi eine Home-Timeline, die man von Twitter auch kennt, wo alles wirklich drin ist von den Leuten, denen man folgt und was die geretweetet haben sozusagen. Es gibt aber außerdem noch zwei andere Timelines, nämlich die Local- und Public-Timeline. Die Local-Timeline ist quasi die Gesamtabbildung seines kleinen Twitters, auf dem man gerade ist. Also dort sieht man alle Posts von Usern auf seinem Server. Das ist dann meist so dieses Gefühl, Gemeinschaftsgefühl sozusagen. Oft sind diese Server halt nach bestimmten Themen ausgerichtet. Und die Public Timeline, da sieht man alles, was das Netzwerk oder was sein eigener Server gerade, also auf dem man ist, gerade von dem Netzwerk sieht. Das ist mitunter auf großen Instanzen, kann man dem nicht mehr folgen. Da ist es dann so, dass dann halt irgendwie alle paar Sekunden ein Post kommt und man nicht mehr mit dem Lesen hinterherkommt. Aber auf kleineren Instanzen funktioniert das so, noch schon so. Und darüber ist eigentlich dazu gedacht, dass man neue Leute entdeckt. So, man sieht da so einen Post drin und findet den cool und folgt den Leuten dann halt. Ja, aber es heißt Fediverse und nicht Mastodon Universe oder sowas. Es gibt also noch andere Software, die ähnlich föderiert, beziehungsweise sogar mit demselben Protokoll föderiert. Da ist zum Beispiel PixelFed gerade sehr am Aufstreben. Das ist quasi ein Instagram-Klon, der ziemlich aktiv entwickelt wird. Also das ist ein kanadischer Entwickler, der da ziemlich viel Zeit reinsteckt. Und der kann unter anderem auch mit Mastodon-Clients genutzt werden. Und er kann sich halt auch mit Mastodon unterhalten. Und das ist mein PixelFed-Account, aber von Mastodon aus gesehen. Also da sieht es halt aus, ein bisschen wie so Twitter-Posts. Auch mit dem Liken, Sharen und halt Antworten und sowas. Und so sieht es dann aus, wenn man halt PixelFed selber nimmt. Das sieht dann wirklich ein bisschen mehr Instagram-mäßig aus. Und deswegen, diese Softwares können alle in einer gewissen Weise miteinander reden. Und so kann man auch Content von anderen Plattformen bekommen auf seiner Plattform. Da sucht sich dann halt jeder seins so ein bisschen raus. Da gibt es dann auch eine YouTube-Alternative zum Beispiel, nennt sich PeerTube. Da gibt es auch ganz viele kleine Instanzen und es kommuniziert auch über dieses gemeinsame ActivityPub-Protokoll. Das heißt, es redet auch mit Mastodon. Also ich sehe jetzt, wenn ein Content-Creator auf irgendeiner Plattform halt jetzt ein neues Video hochlädt, dann sehe ich das auch in meinem Mastodon-Feed automatisch, wenn ich halt dem Account folge. Und die Videos selber kommen dann dort über was BitTorrent ähnliches, wo dann, oder eigentlich BitTorrent, wo dann der Server der Seed ist sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen technischer, aber es ist so, dass auch theoretisch auch die Videoverteilung relativ dezentral organisiert ist dann da. Genau, als Alternativen zu Soundcloud und Spotify, also so Audio-Streaming, gibt es Funkwhale. Jeder legt also seine Musik, die ja jetzt, wenn man selber Musik produziert, halt auf irgendeiner Instanz ab. Und dann kann ich halt auf einer anderen Instanz diesem Account folgen und bekomme dann halt die Musik auch zu mir. Da ist aber leider so, dass aktuell ziemlich viel der Content fehlt. Also da das nutzen noch wenige Leute und deswegen ist da halt viel, also da ist kaum Musik, die man so, also man hat nicht so viel Auswahl, sagen wir es so. Es gibt dann außerdem auch noch Friendica und Hubzilla als Facebook-Alternativen, die dann mehr so ein bisschen in die Richtung Facebook gehen, weil man dann halt, ja, also von der UI her zum einen und zum anderen, dass man längere Posts machen kann, aber die reden dann auch am Ende wieder mit Mastodon-Servern und sowas und können dann, also ich kann auch da Leuten folgen auf diesen Servern. Genau, das war mein Vortrag erstmal soweit. Habt ihr noch Fragen? Naja, das ist dann immer eine Copyright-Frage. Also wenn das die Lizenz das erlaubt, kannst du natürlich auch deine Lieblingsmusik ablegen. Du kannst auch sowas, glaube ich, wie private Sammlungen machen. Also dass du quasi nur für dich selber das ablegst auf dem Server. Dann geht das auch wieder. Und an sich legt jeder seine Musik, die er produziert hat, sozusagen ab. Ja. Aber es gibt auch Leute, die viel dann so unter Creative Commons Lizenzmusik und so da hochladen in dieses Netzwerk.
sozusagen. Ja, genau. Also ich kann den Accounts folgen und dann halt quasi Alben und sowas auch zu mir laden sozusagen. Ja. Und die Dienste sind jetzt alle irgendwie miteinander verknüpft oder also lege ich mir einen Account an, einen Mastodon? Ja, das ist so, dass man sich quasi nur auf der Home-Instanz einen Account anlegt und dann kriegt man von den anderen Servern sozusagen die Daten zugeschickt zu seinem Account sozusagen. Ja. Also ich nutze Mastodon, aber am meisten, weil ich Twitter am meisten mag, sagen wir es so. Ja, deswegen, das ist eigentlich die simple Antwort. Es ist auch, es hat auch zum Beispiel, was ich vorhin noch vergessen hatte zu sagen, den Vorteil, Custom Clients sind sehr einfach möglich, weil bei Twitter ist ja immer dieses Problem mit der API, jetzt neuerdings, dass nur noch der offizielle Client geht, so richtig. Das hat man da halt nicht, weil der Entwickler das nicht so limitiert. Dadurch, dass es Open Source Software ist, ist es ja, macht es auch nicht so viel Sinn, das so zu limitieren. Genau. Da gibt es dann halt auch verschiedenste Clients für Mobilgeräte, die dann bestimmte Features haben und so. Da muss man dann halt immer auswählen, was man jetzt unbedingt braucht. Genau. Sonst noch Fragen? Okay, dann ist der nächste dran. Applaus